Yo Leute, was geht, Chef-Trophy am Start mit einem neuen Video. Heute haben wir wieder Grand Challenge gespielt. Ich habe aus einer 6-Siegeserienkiste eine Legendary gezogen. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut, wie man das Deck zockt und wie man es nicht zocken sollte. Haut da rein, viel Spaß. Jonas, du hast mir zwar geschrieben, du erstellst jetzt eins, aber ich werde noch kein Passwort oder so. Oder du musst mir den Namen senden. Der Tesla ist zu OP, glaubst du? Jo. Ich habe gespielt Henker wahrscheinlich. Ja, das Standarddeck. Ich bring Merchandise raus, das ist zurzeit in Arbeit. Merch ist gerade in Arbeit. Dauert noch ein bisschen. Okay. Merch müsst ihr noch ein bisschen gedulden, meine Freunde. Das Deck finde ich irgendwie auch zu stark. Keine Ahnung, das war wieder nur meine Meinung. Naja. Merch kommt bald, Boys. Ich hab mir ja schon vorgestellt, wie er aussieht. Will den jetzt an den King Tower ziehen? Jo, ist klar. Ich will jetzt hier einen Poison setzen. Dass ich einfach Karten cyclen kann. Er stirbt jetzt einen Poison. Ich will jetzt hier meinen Megalakai setzen. Das müsste reichen. Das ist 3 Elixier gegen 6. Perfekt. Gibt schon Varianten, ja. Ich habe schon welche vorgestellt. Mit diesem Ding, mit dem die irgendwie eine Partnerschaft haben. Und wenn ich da Feedback habe, Bros, dann kann ich natürlich mehr sagen dazu. Das ist ja nicht das Ziel, das ist der Pulli. Du musst ihn ja auch nicht kaufen, wenn er dir nicht gefällt. Aber viele haben gesagt, das ist okay so, wenn es auf. Also, viele machen ja Merch. Ich wüsste nicht, was auf den Pulli kommt. Sag mir, was auf den Pulli geht, was besser wäre. Dann kann ich darüber mit dir gerne quatschen. Aber ich wüsste halt sonst nicht, was noch gehen würde. Weißt du, wie ich meine? Wenn du mir irgendwas Geiles vorschlägst. Bin ich gerne offen dafür. Jetzt kommt schon der Packer oder was? Ich lasse den, glaube ich, jetzt connecten, oder? Lass ich das zu? Ja, ich lasse das zu.
Nice. Sehr nice. Ich ziehe das Geld der Kinder ab. Es ist ja gar nicht Pflicht, dass du dir den Merch holen sollst oder kaufen musst. Ich habe den einfach nur angefangen, weil ich Bock drauf hatte und einfach sehen, wie es ankommt. Was soll ich gerade sagen? Ich glaube, ein Ärmel des Chefs und Nuschel. Nein. Ich wollte gerade noch was sagen. Es wird auch erst produziert, wenn 20 Stückzahlen erreicht sind zum Bestellen. Also, zwar schreiben sich hier viele nice und so, finde ich mega geil, aber wenn es halt keinen Abnehmer gibt oder so, dann wird auch nicht produziert. Nur, dass ihr das wisst, Boys. Ich will auch keinen enttäuschen oder so. Der Henker ist einfach so stabil. Hör bitte auf, die Konter zu kontern. Bruder, du musst dein Deck echt langsam spielen, dann kannst du gewinnen. Das ist nicht schwer, wirklich, Matt Brötchen. Probier's paar Mal. Das Deck ist wirklich so ausgelegt, das muss ich unter Schmerzen selber feststellen. Du darfst nie overextenden, sonst ist das Deck wirklich für den Arsch. Selber noch mal gerne ein Team aufgebaut. Wie viel Uhr ist das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wenn meine Freundin kommt. Und wenn das zu lange dauert, dann habe ich eh keine Lust mitzumachen. Und sonst wird wieder Nina sauer. Ich glaube, ihr kennt das mit Freundin und so. Fuck. Jetzt greifen die meinen Grabstein an. Hi, Pix mal. Kommt heute Abend nochmal ein Stream? Wie meinst du heute Abend nochmal ein Stream? War ich nicht vorgesehen, ne? Spielen wir gegen das Snoop-Deck. Aber das ist eins mit der Decks, die auch am meisten in der 20-Sieges-Challenge einfach nur genervt haben. Weiß er, dass ich ein Tornado spiele? Ich hätte den Henker auf die andere Seite setzen sollen. Ja, genau deswegen. Oh, schöner Tornado, hoffe ich mal. Naja. Nee. Wird zu schnell wieder unsichtbar. Nicht so gut. Können wir noch gewinnen. Wie ich mich fühle? Ich fühle mich wie ein Meister. Kann man. Da fragst du dich Sachen. Ich weiß es selber nicht, Bruder. Keine Ahnung. Gut, sein Poison ist draußen. Ich habe eine ganz dumme Rotation gegen ihn. Vor allem die Spieler machen das alle richtig, die nie. Ein Problem. Hallo? Vielen Dank für die Spende. Ich lese sie gleich vor, Bro. Kriegt das nicht schnell genug hin, der scheiß Henker. Oh, hier den Tornado spielen sollen und den Eismagier. RIP, Mann. Das nervt so.
Kategorie 5 Euro, immer mit Diversionskosten. Moin, du Billo, richtig fresher Dude, bist immer unterhaltsam, stets direkt und ehrlich und das gefällt mir, mach weiter so, Boy. Ich hoffe, vielen Dank für die 5, Bro, und danke für das Kompliment. Ja, wir spielen jetzt eine Runde, leider. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Go, geht's her.